Ja, damit herzlich willkommen zu Pokémon Kristall. Zurück aus Anemonia City sind wir jetzt wieder in Oliviana City und ja, wir haben die Medizin dabei und wollen sie jetzt dem Kranken am Voraus geben. Zumindest müsste das der Plan sein. Der Plan ist das. Soll das nächste sein, was kommt. So. Alle Trainer haben wir schon besiegt. Ich habe auch unsere Pokémon, nachdem ich im letzten Part gemerkt habe, wie sehr die im Arena-Kampf hinterherhängen, habe ich unsere Pokémon trainiert. Ich meine, wir haben es ja am Ende geschafft, aber. Aber ich habe mir gedacht, naja, es wäre vielleicht doch etwas besser, weil gerade einige waren ja noch ziemlich unterlevelig. Wir müssen hier nochmal lang. Hier, ne? Also, ich habe jetzt mal alle auf Level 27, 28 gebracht. Bis auf Noctul jetzt noch auf Level 27, aber. Das sollte ja auch kein Problem sein. Soll ich das jetzt eigentlich mitnehmen? Superschutz. Ja, gut, das hätte ich gebrauchen können. Egal. Ich habe es für euch ja rausgeschnitten im letzten Part, dass. Ja. Die Wasserroute. Ampel. So, Problem mit der Atmung. Wird diese Arznei Ampel helfen? Bestimmt. Nukoyo gibt Jasmin den Geheimtrank. Sei bitte nicht beleidigt. Ampel nimmt die Arznei nur von mir. Ampel, wie geht es dir? Balu, Balulu. Warum? Es ist ein Ampharos. Warum sagt das Palu? Nimmst du Ampharos? Oh, ich bin erleichtert. Das ist einfach wundervoll. Ich danke dir vielmals. Ich kehre in die Pokémon Arena zurück. Ja. Ampharos. Ja, das war Blitz. Wir sind ja hier in einem Leuchtturm. Und wie sieht es hier oben raus? Macht auch viel Sinn. Ich meine, ja gut. Wir nehmen auch die Abkürzung. Raus hier! So, und steht ja jetzt nämlich schon auch der nächste Arena-Kampf bevor. So schnell geht das. Sind die alle geheilt, ne? Habe ich hier gemacht im letzten Part, genau. Habe ich denn Tränke und sowas im Beutel? Super Trank, habe ich 4 Stück, ja. Das wird dann ja wohl gehen. Wir versuchen es einfach. Denn diese Arena sollte aber eigentlich einer von Vorteil sein. Und zwar ist das unser Fukano. Was hat denn für ein Item? Item? Okay. Jasmin setzt den neu entdeckten Typ Stahl ein. Ich weiß nicht viel darüber. Ja. Oliviana City Pokémon Arena. Es gibt keine Vortrainer. Okay. Danke für deine Hilfe beim Leuchtturm. Erlaube mir, mich vorzustellen zu dürfen. Ich bin Jasmin, eine Arena-Leiterin. Ich setze Stahl-Pokémon ein. Hast du von diesem Typ schon gehört? Er wurde erst vor kurzer Zeit entdeckt. Darf ich beginnen? Okay, keine Vortrainer, direkt zur Sache. Auch nett. Ja, so eins haben wir auch. Hätten wir zur Not noch Morlord in der Tasche.
Hat halt auch nur Glut, ne? Ja gut, und Fukano hat Bodycheck noch gelernt, aber... Ja gut, was hilft ihm jetzt hier auch nicht das Allermeiste? Ist das dann eigentlich noch effektiv auf Stahl? Außer Feuer. Boden? Gestein? Kann das sein? Ich glaube eher Boden als Gestein, ne? Aber jetzt habe ich nicht aufgepasst, was er einfach einsendet. Egal. Stalos. Ein fettes Vieh. Ja, wir bleiben bei der Taktik. Ja gut, jetzt ist sie vorbei. Jetzt gucken wir mal kurz. Stahl hat so viele Schwächen. Oder? Ne, vieles ist sehr uneffektiv gegen Stahl, so. Also Stahl ist effektiv auf Gestein, Eis und... Ja gut, Fee, aber Fee gibt es ja hier noch nicht. Effektiv ist Kampf, Boden, sag ich ja, heute habe ich sogar recht, und Feuer. Heißt, wir haben noch Morlord und Scaraborn hätten wir auch noch zu bieten. Aber er hat nicht mal eine Bodenattacke, fällt mir gerade mal ein. Also normale Attacken sind nicht sehr effektiv, dann versuchen wir es mit Wasser. Aber da Mauler zumindest Typ Boden ist, sollten Stahlattacken nicht die größte Wirkung haben. Und die Steine ja eigentlich auch nicht, oder? Normal effektiv. Aber guck mal, das Stahlhaus hat schon Stufe 35. Hätte ich jetzt unsere Pokémon nicht trainiert, wären die immer noch so, ja. Hoch Stufe 225. Ne, das höchste. Was war denn das höchste? Magnetilo war das höchste und das hatte Stufe. Ja, 25? Die anderen waren also 22, 23. Jetzt wird das Surfer ein. Vor allem die Sonne steigt stark. Jetzt, wo unser Fukano nicht mehr im Kampf ist. Eisenschweif. Kriegen wir das nicht sogar von der jetzt? Wollte ich das nicht irgendeinem unserer Pokémon beibringen? Muss ich nachgucken. So. Morlord! Morlord ist eigentlich ziemlich gut. Ist aber ein ziemlich unterschätztes Pokémon, oder? Ich könnte Scaraborn. Das war jetzt dumm. Morlord ist ja schließlich auch ein Typ Wasser. Gut, Elektroattacken sind dann normal effektiv, ist ja auch egal. Ja gut, aber Wasserattacken sind nicht besonders effektiv. Schau mal einmal kurz. So. Ja, tatsächlich soll Arcani Eisenschweif lernen. Das ist doch formidable. Ach komm, der Arena-Kampf, der war jetzt ziemlich easy im Gegensatz zum letzten. Du bist ein besserer Trainer als ich. Das betrifft sowohl Geschick als auch Feingefühl. In Übereinstimmung mit den Regeln der Liga überreiche ich dir diesen Orden. Nukeheld Stahlorden. Yay! Der Stahlorden erhöht die Verteidigung deiner Pokémon. Bitte nimm auch das TM 23. Mit dieser TM kannst du deinem Pokémon Eisenschweif lernen. Das haben wir auch vor. Jetzt direkt einfach.
Eisenschweif. Senkt eventuell Verteidigung des Gegners. Ist auch nicht schlecht. TM aktiviert. Sie enthält Eisenschweif. Eisenschweif an Pokémon beibringen. Ja. Und zwar, wo ist er da oben, Fukano? Klar, von der ganz oben. Fukano versucht Eisenschweif zu lernen. Aber Fukano kann nicht mehr als 4 Attacken lernen. So eine Attacke durch Eisenschweif vergessen werden? Ja. So, was, ja, ich glaube, das jetzt geht hier gerade ziemlich eindeutig. Wir brauchen momentan keinen Brüller. So, wozu brauchen wir Eisenschweif? Naja, eine Stahlattacke kann ja eh nicht schaden. Und dann eine Stahlattacke effektiv gegen Stein und Eis. Jetzt nicht besonders viel, aber gegen Eis-Pokémon brauchen wir eh noch eine Antwort. Also, warum nicht Fukano? So, was Fukano angeht, muss ich eh noch mal eine Sache überprüfen. Genau. Fukano entwickelt sich ja nur durch einen Feuerstein. Und das müssen wir aber noch etwas hinauszögern. Habe ich übrigens gerade gesagt, wir brauchen auf Eis eh noch eine Antwort? Und habe im selben Satz Fukano erwähnt? Naja. Eisenschweif ist einfach eine starke Attacke, muss man davon mal ganz absehen. So, jetzt können wir wieder zurück. Erstmal jetzt hier nach Teak City und dann natürlich können wir jetzt in die andere Richtung raus. Na komm. Der Kesselberg ist wie ein Irrgarten, also verlauf dich nicht. So, jetzt macht Sinn hier rauszugehen. Route 42, Teak City, Mahagonia City. Hyperball. Oh. Muss ich mal ein paar Sachen aus meinem Beutel ablegen. Ich glaube, noch geht's. Hier ist nichts. Surfer? Habe ich mir da... Ihr seht auch, was ich sehe, ne? Habe ich mir durch Surfer jetzt den kompletten Berg gespart? Ist die Frage, brauchen wir aus dem Kesselberg überhaupt irgendwas? Naja, bevor wir, ich gehe mal durch. Bevor wir jetzt allzu... wir sind eh jetzt nicht hochlevelig. Von daher sollte das schon Sinn machen. Möglicherweise. Na gut, das macht in diesem Kampf jetzt keinen Sinn. Nein. Ich will kein Goldini haben. Gucken wir mal, im Kesselberg. Den müssen wir bestimmt eh durchqueren, oder? Weil hier irgendwas ist, was wir brauchen. Keine Ahnung, storymäßig. Vielleicht Team Rocket, die irgendwie Unwesen treiben oder sowas. Wow. Ich habe so viel Erfahrung gekriegt. So. Gott sei Dank, hier drin gibt es aber bestimmt auch Eis-Pokémon, oder? Links oder rechts? Kann ich hier drin das Fahrrad einsetzen? Ja. Bin ich halt etwas schneller unterwegs.
Radikal. Ich glaube, wir konnten zu hier zumindest schon mal zu einem vorherigen Zeitpunkt hin. So wie das aussieht. Hier ist ein Stärkefelsen. Hier geht's rein irgendwie. Hier geht's irgendwo hin. Raus. Oh Gott. Mach hallo! Und Dach. Stirb. Yay, Noctu. Hat die anderen aufgeholt. Okay. Hier komme ich woanders am Kesselberg raus. Ich glaube, hier ist der Ausgang, wo es wirklich rausgeht. Ich habe nicht überprüft, ob wir da hinten noch irgendwie weiterkommen können. Und wenn ich das so richtig im Sinn habe, haben wir zwei. Gibt es hier zwei Wasserstellen, ne? Also zwei Surferstellen. Da, wo wir vorhin gerade gesurft sind. Und dann nochmal eine weiter. Zwischen war jetzt Rikum. Naja. Wir werden sehen, wir werden sehen. So, Trainer. Heute verliere ich gewiss nicht. Wo willst du es wissen? Pokemaniac. Okay, du hast einen Nidoking, das ist nicht schlecht. Warum habe ich jetzt Schnabel Tackle eingesetzt? Aber ist Nidoking Typ Gestein? Weiß es nicht. Ich hab schon mal mit Nidoking gespielt. Oder mit Nidoqueen. Ich glaube, bislang habe ich mit beiden noch nie gespielt. Das ist ja auch. Du kannst Nidoking und Nidoqueen nicht miteinander paaren. Ist, wo ist der Sinn? Du kannst. Komische. Kombination machen. Bei, wenn du ein Pokémon passt. Aber nicht Nidoking mit Nidoqueen. Ich habe gegen ein Kind verloren. Hier bist du nicht auch selbst noch ein Kind. So, ist doch jetzt ein Pokémon oder unser Rivale mit dem roten Haar? Ne, ist ein Pokémon. Aratiga. Ja, Typ Stahl hatten wir heute dann in der Arena. Das erste Mal gesehen hier. Und natürlich gibt es einige Pokémon. Ah, hier ist das. Die den Typ Stahl bekommen haben, so wie Magnetilo. Oder die haben Weiterentwicklung bekommen, wie Stalos. Naja, ist ja eine Weiterentwicklung von Onix. Oder auch Sichlor hat Cherox bekommen als Weiterentwicklung. Was ist denn in der zweiten Generation noch so ein Stahl-Pokémon zu bekommen? Muss ich überlegen.
Ach, so schnell. Also einen reinen Stahltypen gab es ja nicht. Aber wenn dann immer nur Panzer-Aeron. Panzer-Aeron war doch noch eine zweite Generation Pokémon, obwohl ich immer eigentlich zur dritten Generation zuzähle. Sonst war es aber, ne? Geil, sonst wüsste ich auch nicht mehr. Klar, in späteren Generationen einige, aber. Sonst habe ich echt. Ja, doch, hatte ich auch noch mit vorhin ziehen zu nehmen. Frostelkia. Frostelk? Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Von Tanza die Weiterentwicklung. Was ja auch Rocko im Anime hatte, ist auch noch ein Stahltyp. Stahlkäfer, glaube ich, ne? Warum ist hier überall nichts? Oh, ein Golbat. Abwechslung. Woo. Oder muss ich wirklich außen rumgehen? Keine Ahnung, ich hatte die zweite Generation auch nicht so jetzt auf mega auf dem Schirm. Kann ich ja nicht surfen, da ist ein Abgrund. Ah, nervt das. Schön fliehen. Jetzt bin ich wieder draußen. Ja gut. Dann geht's wohl über den Wasserweg. Golking. Aber wie kann aus Goldini Golking werden? Hab ich noch nie verstanden. Hier surfen, aber was bringt mir das? Machen wir erstmal noch. Sammeln wir noch so ein und um Suicuna kümmern wir uns im nächsten Part. Schaltet doch dann wieder ins Pokémon Kristall und ja, würde mich freuen. Schaut gerne in die anderen Parts rein. Und ja, lasst noch mal oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Also bis dann und ciao.